Im Moment läuft es ja ganz gut mit sahnigen Aromen, mit Honigcreme. Und wenn wir das auch noch kombinieren mit einem Video von vor ein paar Wochen mit dem Berghonig, dann geht das auch ganz gut. Also Sonnenaufgang jetzt gleich hier am Bernie. Und am Bernie teste ich gerade ganz flach, ganz easy, ganz locker hier am Anleger, direkt an der Base. Lauf faul wie ich bin, einfach nur runter zum Tümpel und dann eben hier auf Kokossahne bzw. Honigaromen. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen rumprobiert, verschiedene Montagen ausprobiert und mittlerweile jetzt eine Köderkombi oder mehrere Köderkombinationen ausgefunden, die wirklich gut liefern. Also, Schuppenkarpfen laufen schon mal ganz gut. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, gehen hier auch ein paar seltene Karpfen rein? Das wäre natürlich nochmal zusätzlich richtig nice. Wir gucken uns das Ganze natürlich gleich im Detail nochmal an. Im Moment, wie gesagt, in der Testphase, die ersten 20 Minuten, war es soweit okay. Natürlich auch mal ein bisschen was zu Kleines dabei. Von den Größen her auch noch ganz okay. Um die 7 Kilo ist jetzt zurzeit die größten. Also durchaus auch eine Kombination, die man verwenden kann, wenn man frisch auf Karpfen geht. Also noch gar nicht so weit ist. Und wenn man, wie gesagt, erste Mal vielleicht hier mit der HSV und der Fortuna Carp am Bernie ist. Weiterer Vorteil ist, dass wir hier verschiedene Montagearten haben. Auch da natürlich nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn du vielleicht noch gar nicht die Pop-Up-Montage frei hast, sondern nur klassische Haarmontage fürs Karpfenangeln, dann geht das hier auch. Na guck, da zuppelt es auch schon wieder los. Irgendeiner ist dran, jawohl. Also ziehen wir auch direkt wieder raus hier. Und dann gucken wir auch mal sofort nach, wie denn hier die Montagen aussehen. Drei verschiedene Montagearten und Köderkombinationen. Gucken wir mal kurz hier rein. Hier ist das Pop-Up-Rig, eigentlich so, wie man es kennt. Das heißt, wir verwenden einmal einen Pop-Up-Boilie. Hier in dem Fall jetzt Honigcreme, ist ja das, was zurzeit immer noch ganz gut funktioniert, in Kombination mit Kokossahne. Also Kokossahne in der Kombi mit Honigcreme und das Ganze dann eben hier mit Kokosnektar. Übrigens, und da geht es auch schon gerade los, keinerlei Futtermische bisher, komplett ohne PVA, ohne Futtermische, einfach nur die Boilies bzw. den Mais und die Pellets so reingeworfen, wie sie aus dem Laden kommen sozusagen. Easy peasy und rein damit. Zack, komm mal ran hier. Der nächste Brocken, knapp unter 10 Kilo, schmeckt. Und das, wie gesagt, hier eben mit relativ kleinen Boilies, damit wir hier eben auch noch eine schöne Frequenz haben. Denn eine schöne Frequenz bringt zum einen gut XP, zum anderen natürlich auch gut Silber und zum dritten Skillpunkte. Und die wollen ja ganz viele auch noch haben im Grundangeln, gerade wenn man eben hier frisch angefangen hat. So, nächstes Setup haben wir hier. Auch wieder natürlich nur einen Einserhaken, das auf allen drei Routen. Einserhaken, 16er Kokossahne mit Honigcreme 18. Das ist eigentlich noch relativ klassisch, das, was zurzeit auch ganz gut noch funktioniert. Hier mit Sahne, Kokossahne oder natürlich auch hier eine Möglichkeit, wenn man hier einfach nur auf Sahne, also auf süße Sahne geht. Das kann man natürlich auch machen. Auch das hier ist nochmal mit Pop-Up-Rig und ist so drin. Hier könnten wir tatsächlich auch nochmal wechseln auf klassische Haarmontage. Fällt mir gerade auch noch ein, könnte man auch noch gut nehmen. Klassische Haarmontage. Dann gehen wir hier nochmal rein mit Pellets und Boilie. Hier müssen wir jetzt die klassische Haarmontage eben ändern auf Boilies. So ist das richtig. Genau, und dann gehen wir hier nämlich rein mit Boilie. Wo ist er? Der Berghonig. Hier haben wir ihn auch schon gehabt. Da ist er, Berghonig 15. Und dann gibt es nämlich von der Sahne, hier ist es, Soluble, süße Sahne auflösen. Das sind die richtig guten Boilies. Die, wenn man es schon kann, kann man natürlich auch ganz gut in der Futtermische verwenden. Denn die auflösenden Boilies, geschreddert in der Futtermische, haben nochmal eine bessere Wirkung.
Also süße Sahne auflösen und jetzt mit Sahne. Komplett Sahne und Berghonig 15. Das Gute ist, es gibt nur den einen Berghonig 15. Zack, also raus damit mit dem Berghonig 15. Apropos 15, Clip, 15 Meter hier. Easy, ganz locker rausgeworfen. Wenn man hier also dann Futtermische verwenden will, dann merkt man sich einfach, na guck, wer bist du denn? Was bist du denn für ein Lüder? Den pusten wir mal ein bisschen auf, wa? Mann, kleiner Schuppi. Kleiner Geister Schuppi auf der dritten Montage. Und jetzt gucken wir direkt noch mal kurz rein. Wie weit sind denn diese 15 Meter? Zack, bis da vorne hin. Also kann man sagen, bis da vorne, wo ungefähr der Schatten ist. Also wir werfen hier in diese Area, das sind die 15 Meter. Und bis dahin kriegst du das bestimmt auch hin, ein Futterbällchen zu werfen, wenn du halt noch kein PVA kannst. Bevor wir jetzt hier den dritten wieder rausholen, den nächsten Fisch, gucken wir natürlich hier nochmal eben rein. Das ist wieder klassische Haarmontage mit Kokossahne-Pellets jetzt in dem Fall. Mit Berghonig als Boilie und Berghonig als Dip. Und damit haben wir eigentlich die ganzen wichtigen Kombinationen. Zack, da ist schon wieder Biss drauf. Also, das funktioniert hier alles ganz gut. Und wie gesagt, in den Abend- und Nachtstunden war es schon nicht so schlecht. Und jetzt hoffe ich eigentlich in den Morgenstunden, dass es dann nochmal richtig abgeht. Und wie gesagt, alles komplett ohne eine Futtermische. Das heißt, man kann hier bestimmt auch einfach nochmal mit einer schönen Futtermische reingehen und eben das Ganze auch noch optimieren. Und für eine passende Futtermische gucken wir da natürlich auch nochmal eben kurz rein, dass wir da eine kriegen. Na guck mal, der hat sogar schon ein bisschen Schmackes hier. Da müssen wir so gleich mal keschern, dass wir da eben das Gewicht nicht hier komplett auf dem Blank haben. Denn wir wollen ja die schweren Fische nicht durch die Luft hieven, sondern schön hier keschern, damit unsere Rute nicht kaputt geht. So, und direkt wieder raus damit. Ich glaube, da vorne hat es schon wieder gezuppelt. Also es läuft gerade richtig gut an hier in den Morgenstunden. Und das ist die Kombi, die hatte ich vorher noch nicht getestet, aber auch die läuft schon gut an. Mit der Sahne, komplett auf Sahne auflösend, scheint also richtig gut zu funktionieren. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Jetzt basteln wir nochmal schnell eine Futtermische für das Ganze, weil das Ganze ja eher süßlich und sahnig ist. Wir nehmen hier die Bällchen als Form, nehmen für das Ganze eine Maisbasis. Wenn wir es ein bisschen hochwertiger haben wollen und auch schon können, können wir hier Weizenkleie verwenden. Aber Mais ist auch vollkommen okay. Und dann natürlich rein hier mit Kokossahne. Da gibt es ganz viele. Immer am besten die großen Pellets verwenden, weil große Pellets, große Partikel in der Futtermische sorgt dafür, dass größere Karpfen an den Spot kommen. Wir wollen die großen, wir wollen nicht die kleinen. Wenn wir ein bisschen auf Masse gehen wollen, nehmen wir halt die kleinen Partikel. In dem Fall jetzt hier die großen Partikel. Nächstes Ding, wir gehen natürlich auch auf den Honig rein. So, dann haben wir hier den Honig auch noch mit drin. Da gibt es nur die eine Variante. Und jetzt können wir hier variieren. Wir können natürlich auch nochmal Mais nehmen. Einfach nur als Mais-Variante. Geht auch immer gut. Gerade wenn man Pop-Up und Pop-Up-Mais mit in Kombination hat. Und wir könnten natürlich auch hier nochmal, wenn wir es schon können, Boilies Sahne nehmen. Die dann einmal schreddern. Hier empfiehlt es sich immer, die günstigeren zu nehmen. Also die, wofür wir, also die Preise sind immer gleich, aber wir kriegen halt von den kleineren Boilies immer mehr. Und man braucht ja, glaube ich, 30 Stück hier, nee, 25 Stück in der Verwendung, um das einmal zu schreddern. So, einmal durchgeschreddert. Das heißt, wir können jetzt hier in die Mische mal eben wieder reingehen, einmal die Sahne nehmen. Da haben wir die ganzen Sahneartikel. Also entweder süße Sahne gemahlen und wenn du das noch nicht herstellen kannst, dann nimmst du auch hier einfach wieder süße Sahne Feed Pellets, zack, mit rein. Und wenn du die Kombination machst mit Kokossahne, nimmst du einfach hier oben die Kokossahne-Kombination. So, dann gucken wir mal eben, wovon haben wir jetzt hier am meisten? Sahne, Berghonig, Mais und so weiter. Weißt du was? Wir gehen trotzdem nochmal komplett hier auf die Sahne. Denn Sahne, das triggert auch gerne mal die seltenen. Habe ich immer mal wieder schon gesehen, dass das ganz gut anscheinend funktioniert. Mit Sahne und Honig machen wir das Ganze. Also schön sahnig und extra süß.
zack, anfertigen. Raus jetzt gleich hier mit den Futterbällchen. Jawohl, Sahne, Honig als Futterbällchen. Hier läuft es schon weiter. Und dann wird gleich angefüttert. So, damit eben hier auch gleich ein paar dickere Brocken reingehen. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, etwas, was nicht abgezielt ist auf dicke, fette Trophies, sondern auf Masse und auf schön viele Karpfen, damit man hier ordentlich Points, Skill-Punkte macht und auch Silber macht. So, jetzt werfen wir natürlich nochmal kurz aus. Sahne und Honig, wo haben wir das Ganze? Sahne, Sahne, Sahne. Sahne, Honig, da ist es. Auswerfen und jetzt, wie gerade gesagt, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen nach hinten, denn wenn wir maximal auswerfen, werfen wir 20 Meter weit aus, also ein paar Schritte nach hinten. Mal eben gucken, wo landet die erste Kugel. Das sieht doch fast gut aus. Ich würde sagen, ich gehe nochmal zwei Schritte nach hinten. So, nochmal gucken. Landen da. Ja, da landen ungefähr die Futterraketen. Ich gehe nochmal ein Stückchen nach hinten. So, ziemlich genau in der Mitte hier zwischen den Pöllern. Ich glaube, das passt. Und dann werfe ich da jetzt hier einfach nochmal schön die Futterbällchen rein. Zack, 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 zack. Die selbst haben ja nochmal einen Radius von 2,5 Meter. Das heißt, da wird ein ganz großer Bereich jetzt angefüttert. Deswegen schön rein damit. Wir werfen nochmal ein bisschen weiter nach links. So, dann haben wir gleich die ganze Area angefüttert. 10 Stück für den Start. So, das reicht erstmal. 10 Stück für den Start. Und ich mache das in der Regel so 4 Uhr morgens anfüttern, 16 Uhr dann nochmal 3 Bällchen, 4 Bällchen hinterher werfen. Also anfangs, wenn wir hier sind, 4 Uhr morgens 10 Stück rein. Danach gegen 16 Uhr nochmal 3 Stück nachwerfen. Und dann wieder 4 Uhr morgens wieder 3 Stück nachwerfen. So, dass der Spot schön die ganze Zeit immer unter Futter ist, immer so schön aktiv ist und das Ganze hier auch lübt. So, jetzt muss das Ganze natürlich ein bisschen wirken und dann ballern hier doch auch hoffentlich gleich noch mehr Karpfen rein. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig immer Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr Petri.